Yo Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Heute mit einem Nekomaju Anti-Deck. Das fängt super an für mich sogar. Ja. Okay. Ah! So. Machen wir doch erstmal das. Dann würde ich sagen. Ich habe zwar gerade ein 4000er Monster auf der Hand. Ne, Moment. Komplett, ne? Ich habe 4400 Angriffspunkte. Aber. Lieber mache ich mal das. Beschwöre ihn. Aktiviere das. Und beende mal meinen Zug. Was habe ich denn eigentlich so getroffen? Schade. Nee. So. Er kann jetzt ja... Warum hat er das nicht aktiviert? Okay, er hat nicht das passende, um das zu aktivieren. Okay. Okay, das war's. GG. Spezialbeschwören. Extra Deck. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15. Okay. Flups. Nein. Ich würde sagen, beschweren wir nochmal den Grand Majo. Schönes Ding. Schönes Ding, ey. Ich find's super cool. Ich spiele, glaube ich, eine zweite Runde ausnahmsweise mal. Und da sind wir wieder zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar der gleiche ist. Ich habe den Namen nicht mehr... ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Oh! Cool. So. Ja. Ja. Bam, 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 bam. So. Ah, Moment. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass er was macht. Ich habe jetzt gerade überlegt, einen Grand Majo zu holen. Aber erstmal will ich die Infos, was Oldschool Noob Deck. Okay. Runde 3. So, mal gucken. Vielleicht wird die Runde noch schneller. Vielleicht gibt ihr jetzt schon auf. Okay. Ich fange auf jeden Fall an. Boah, nee. Ich hasse dieses Deck. Okay. Okay. Erst einmal machen wir das. Ja. Nein. Ich hätte das ja jetzt nicht an und banische direkt was. Dann ziehe ich 2.
und gönn mir erstmal ein paar Lebenspunkte. So, dann aktivieren wir den. Und verbannen den hier. So, weg mit dir. Habe ich beide Todesgesichter getroffen? Nee, aber beide meine Snows. Also ich spiele nur zwei Snows. Und meine anderen beiden Pot of Desires. Pot of Desire ist draußen. Dann speziell beschweren wir mal ihn. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Das waren noch nicht alle. Jetzt sind es alle. Und du. Platt. Dann setzen wir den Gren Majo. Setzen den. Und machen das. Ja. Perfekt. Endphase. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich bin gespannt, was er dagegen jetzt machen möchte. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat, aber okay. So, ja, von mir aus. Also wenn der mit irgendwas auf den Gren Majo angreift, ist er down. Hat er verloren, hat er keine Chance dagegen. Okay. GG. Das war's. Ach so, scheiße. Nein, das ist die. Scheiße, ich hasse es. Ja, 20.000. Oh, that's right. Lol. Hab ich komplett vergessen. Hab ich absolut vergessen. Oh, wow, nee. Na. Ne, ich meinte das auch anders. Ich dachte, ich habe jetzt gewonnen. Ich war ein bisschen vorlaut. So. Was liegt da hinten? Gott im Himmel. Wenn diese Karte gilt, du kannst von deinem Deck hinzufügen, einmal pro Spielzug. Du kannst ein Untertormonster in verdeckter Verteidigung, das du kontrollierst, in offener Angriffsposition oder Verteidigungsposition ändern. Einmal pro Spielzug eines Monsters deines Gegners einen Angriff decke. Das ist gerade echt problematisch. Machen wir es so. Die stört mich am meisten. Was macht er jetzt mit meinem Monster? Banishen. Toll, danke. Endphase. Ich habe nichts auf der Hand, um das jetzt gerade zu verhindern. Ich müsste den Gren Majo einmal hoffentlich irgendwie durchkriegen. Das Vieh stört mich gerade. Das Vieh stört mich gerade richtig hart. Weil ich kann nichts dagegen machen. Die anderen wären alle kein Problem. Ich wüsste auch nicht, was mir jetzt gerade helfen würde. Snow.
Ich muss hoffen, dass mein Deck jetzt helfen möchte. Boah, das war's. GG. Keine Chance. Ich habe keine Chance. Ja, das war's. GG. Das ist jetzt nur noch Schaulaufen von ihm. Weil er banisht mir jetzt meinen Monster. Nö, er kann mir. Er kann irgendeins banishen. Aber von daher. Keine Chance. Ich habe keine Konterfalle gezogen. Nicht eine. Du kannst. Gesetze. Wow. Einmal das. Ja. Also das ist jetzt echt ein GG. Ich wüsste nicht mal, was mir helfen würde. Ich wüsste es wirklich nicht. Das Deck ist super nervig. Also unter Tor spiele ich super gerne, super ungern gegen. Ja. GG. Ja. Also ich hätte hätte er sie nicht gezogen und wäre mit irgendwas anderem reingerannt in den Grand Major, hätte ich das logischerweise gewonnen gehabt. Also der hätte irgendwie, keine Ahnung, 13, 14k oder so gehabt. Also easy. Easy hätte ich das gehabt. So, leider nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit einem anderen Noob-Deck. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.